Mehrmals im Jahr trafen sich Alfred und ich am Flughafen Wien und überlegten, wo wir hinfliegen. Eigentlich wollten wir zum nördlichen Polarkreis. Die Wetterkarten aber zeigten, dass ein Flug Richtung Süden viel besser ist. Da wir immer erst kurzfristig entschieden, wo wir hinfliegen, hatten wir alle Navigationskarten für Europa und sogar bis Nordafrika immer an Bord. Das war zwar sehr viel Gewicht, aber da wir nur zu zweit an Bord waren, spielte das keine Rolle und wir konnten sogar die Langstreckentanks vollfüllen. Nach der Vorflugkontrolle rollten wir zur Piste 3.0, starteten und mit einer Linkskurve ging es Richtung Graz, wo wir eine Stunde später landeten. In Graz machten wir die Pass- und Zollkontrolle für die Ausreise aus Österreich und nutzten die Bodenzeit für einen kleinen Snack und natürlich auch für das Volltanken des Luftfahrzeuges. Der Zufall wollte es, dass wir dabei auch den Start von zwei Saab 105Ö unseres Bundesheeres beobachten konnten. Unser nächstes Ziel war die Insel Elba. Dabei führt ein Teil des Fluges über Wasser. Wir legten daher die Schwimmwesten an, man kann ja nie wissen. Ein Flug über Wasser mit einem einmotorigen Luftfahrzeug ist immer etwas Besonderes und es ist nur zu natürlich, dass man dabei öfters die Instrumente kontrolliert als sonst. Es waren insbesondere die Anzeigen für Drehzahl, Öldruck und Tankinhalt, welchen wir große Aufmerksamkeit schenkten. Nach rund 4 Stunden Flugzeit flogen wir den Flughafen Elba von Süden an. Da eine Übernachtung geplant war, fixierten wir das Flugzeug mit den Erdankern. Für das Kennenlernen der Insel hatten wir ein kleines Mietauto. Und als wir den Flugplatz verließen, konnten wir auch sehen, wie das Gras gemäht wird. Es gibt dazu eine Herde Schafe. Bei unseren zwei Übernachtungen hatten wir ausreichend Zeit, die Insel zu erkunden. Die Distanzen sind nicht sehr groß, hat doch die ganze Insel nur 224 Quadratkilometer und ist etwa damit halb so groß wie das Stadtgebiet Wien. Auch mit den 32.000 Einwohnern ist die Insel nur sehr dünn besiedelt. Mit dem Mietwagen waren wir sehr ungebunden. Dort, wo es uns gefiel, blieben wir stehen, besuchten Sehenswürdigkeiten und studierten die Karte, wo das nächste lohnende Ziel ist. Unser erstes Ziel war die Stadt Biotola. Sie hat einen 500 Meter langen Strand, der nicht nur bei den Touristen, sondern auch bei den Einheimischen sehr beliebt ist. Nach Biotola ging es ins Landesinnere nach San Martino. Dort begegnet man auf Schritt und Tritt den Spuren von Napoleon. Der französische Kaiser war von 1814 bis 1815 hier im Exil. Er baute die Villa San Martino, in der er die meiste Zeit verbrachte. Unser nächstes Ziel war die Stadt Porto Ferraio, die Hauptstadt der Insel Elba, welche übrigens zur Toskana in Italien gehört. Porto Ferraio ist in der glücklichen Lage, einen Hafen zu haben, der durch eine felsige Halbinsel geschützt ist. Es ist daher nicht verwunderlich, dass dieser Bereich schon vor Jahrtausenden bewohnt wurde und hier schon die Griechen, Etrusker und Römer lebten. Der Name Porto Ferraio bedeutet Eisenhafen.
zurückzuführen auf den Eisenabbau auf der Insel Elba. Dieser begründete auch die wirtschaftliche Bedeutung der Insel und ganz besonders der Stadt Porto Ferraio, in der übrigens auch Napoleon wohnte, bevor seine Villa in San Martino fertig wurde. Unser vorletztes Ziel auf der Insel war Porto Azzurro, übersetzt Blauer Hafen, genannt nach den Farben des Wassers. Der Ort hat 3000 Einwohner und gehört politisch zur Provinz Livorno in der Toskana. Alfred und ich genossen Land, Leute, die Sehenswürdigkeiten und ganz besonders die italienische Kulinarik. Die meiste Zeit verbrachten wir am Strand, mit dem Spazierengehen, in Lokalen, auf alle Fälle aber mit dem Erzählen von Fliegergeschichten. Unser letzter Ausflug führte uns in den Ort Rio nell'Elba, eine kleinere Stadt, welche im Nordosten der Insel Elba liegt. Bei all den Ausflügen hat uns das doch sehr klapprige Mietauto gute Dienste geleistet. Am 1. September ging es weiter nach Calvi auf Korsika. Vor dem Abflug trafen wir noch Kollegen der Firma Rheindahlflug, welche mit ihrer Cessna 414 auch hier landeten. Im Sichtflug ging es mit Westkurs Richtung Korsika. Es war etwas dunstig und auf dem einstündigen Flug war nicht viel zu sehen. Einzige Unterbrechung der Eintönigkeit war der Vorbeiflug bei der Insel Capraia. Es leben nur 300 Personen auf der Insel und diese war bis 1986 eine landwirtschaftliche Strafkolonie. Aufgrund des Seewindes landeten wir von den Bergen kommend. Die Landung gelang uns übrigens besser als wie den Kollegen vor uns. Unser Hotel lag nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt, also ideal zum Sonnen und Seele baumeln lassen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht konnten wir die Zitadelle Calvi sehen. Der Legende nach befindet sich darin das Geburtshaus von Christopher Columbus. Der Weg zwischen Strand und Hotel war mit Vorsicht zu genießen. Hier fuhr mehrmals am Tag die Bahn, welche ohne Vorwarnung zwischen den Gebüschen auftauchte. Den Abend verbrachten wir in der belebten Stadt Calvi. Sie hat einen der sieben Häfen der Insel Korsika. Fasziniert betrachteten wir den Betrieb im Hafen mit der Verladung von Autos in eine Fähre. Am 2. September war unser Ziel Korfu. Da allerdings die Flugstrecke mit 7 Stunden zu lange gewesen wäre, planten wir einen Zwischenstopp zum Tanken in Rom Ciampino ein. Die erste Teilstrecke nach Rom betrug 2 Stunden 20 und ging weitgehend über Wasser, was uns wieder veranlasste, intensiv die Motorinstrumente zu beobachten. Der Anflug auf Ciampino führt über Rom, dabei konnten wir im Dunst auch das Kolosseum und auch das verfallene Aquädukt der Römer sehen. Ciampino ist der zweitgrößte Flughafen von Rom. Der größte Flughafen ist Fiumicino, auf dem jedoch Landungen der allgemeinen Zivilluftfahrt verboten sind. Ciampino ist auch der Heimatflughafen der Canadair-Löschflugzeuge. Sie kommen bei Waldbränden europaweit zum Einsatz. Vollgetankt und mit angelegter Schwimmweste ging es Richtung Korfu. Mit 4 Stunden 40 war dies der längste Flugabschnitt unserer ganzen Reise. Unsere Reisegeschwindigkeit betrug ca. 200 Stundenkilometer.
Und schon sehr bald überflogen wir den letzten Punkt von Italien, den Flughafen Brindisi, sehr leicht an dem charakteristischen Pistenkreuz zu erkennen. Aus Verkehrsgründen konnten wir nicht sofort landen und wurden von der Flugsicherung noch zuerst über den Flughafen und dann neben der Stadt vorbeigeführt. War uns nur sehr recht, weil wir damit einen guten Blick auf die Piste und die Gegend bekamen. Der Flughafen ist an drei Seiten von Wasser umgeben, nur der Anflug auf die Piste 1-7 führt vom Land her. Knapp vor dieser Piste kreuzt eine Straße und es ist schon ein unübliches Gefühl, so tief über Fahrzeuge zu fliegen. Nach der Landung wurden wir auf die Abstellfläche gelotst und auch hier sahen wir wieder ein Flugzeug eines Kollegen, dem die Landung nicht so gut glückte als uns. Bremsklötze sind in Griechenland Mangelware. Wir suchten uns daher ein paar Steine. Dann versorgten wir das Luftfahrzeug und fuhren in das nahegelegene Hotel. Vom Balkon kann man den Flughafen beobachten, ist daher bestens geeignet für Aviatiker. Am nächsten Tag sahen wir eine Streikankündigung. Zum Glück betraf sie uns nicht und wir konnten den Flugplan für den Weiterflug nach Zakynthos bei der Flugsicherung einreichen. In Griechenland haben nur sehr wenige Flughäfen Treibstoff für Kolbenmotore. Wir tankten daher unser Flugzeug randvoll auf und fragten noch, ob es am nächsten Flughafen Treibstoff für uns gibt, was uns mit einem freundlichen "Natürlich" beantwortet wurde. Der Abflug erfolgte wieder auf der Piste 1-7. Dabei konnten wir die Nähe der Straße und auch sehen, dass es nicht wirklich einen Zaun zwischen Straße und Flughafen gab. Der Flug nach Zakynthos dauerte 1 Stunde 30, führte entlang des griechischen Festlandes, später über einige Inseln, bei denen wir kilometerlange unbewohnte Sandstrände beobachten konnten. Beim Anflug kontaktierten wir Zakynthos Tower, um die Landefreigabe zu erhalten. Jedoch bekamen wir auch nach mehrmaligem Anruf keine Antwort. Auch ein Tiefüberflug über den Tower half nichts, sodass wir letztendlich ohne Landefreigabe landeten. Nach dem Abstellen des Motors kam der Flughafendirektor auf uns zu und wir fürchteten schon, er wird uns maßregeln. Aber auf die Frage, warum niemand sich auf der Frequenz rührt, meinte er, heute kommen wenig Flugzeuge, da sitzt keiner auf dem Turm. Ja, griechische Gemütlichkeit halt. Zakynthos hat zwei Besonderheiten. Einerseits ist es jene griechische Insel mit den meisten Sonnenstunden und andererseits ist es jene Insel mit dem feinsten Sandstrand. Bei der Strandwanderung ist Vorsicht geboten, aufgrund fehlender Küstenstraße fahren die Fahrzeuge einfach entlang des Wassers. Vor dem Weiterflug nach Mykonos wollten wir das Flugzeug noch voll tanken. Leider gab es aber entgegen der Aussage von Korfu in Zakynthos keinen Treibstoff für unser Flugzeug. Das war soweit kein Problem, wir hatten noch genug Treibstoff in den Tanks, um sicher nach Mykonos zu kommen und abgesehen davon versicherte man uns, dass es in Mykonos Treibstoff für uns gibt und wir dort das Flugzeug wieder voll tanken können. Auf dem dreistündigen Flug sahen wir viele Inseln, viele davon haben einen Flugplatz, wie zum Beispiel die Insel Milos und Paros. Schon von Weitem kann man die Stadt Mykonos erkennen, die mit ihren weißen Häusern in einer malerischen Bucht liegt. Nachdem wir schon 4,5 Stunden ohne tanken geflogen sind, war natürlich die erste Frage nach der Landung, ob es in Mykonos Treibstoff für uns gibt. Man lachte sich halb tot und meinte,
Auf Mykonos hat es noch nie Treibstoff für Kolbenmotoren gegeben. Es gibt ja nur Treibstoff für Turbinenluftfahrzeuge. Wir schoben das Treibstoffproblem vorerst mal auf die Seite und machten uns auf den Weg in die Stadt, um eine Unterkunft zu suchen. Das gestaltete sich schwieriger, als wir vermuteten. Es war Hochsaison und alle Hotels waren ausgebucht. Wir besorgten uns die Landeswährung Drachmen, gingen in ein Lokal und überlegten, was wir am besten machen. Es blieb uns nichts anderes über, als wieder zum Flughafen zurückzufahren, welcher inzwischen Betriebsschluss hatte. Dort hatten wir drei Möglichkeiten: unser Flugzeug, ein altes Feuerwehrauto oder den Rohbau des Flughafengebäudes. Wir wählten das Abfertigungsgebäude und, wie sich Jahre später herausstellte, war es das Zimmer des Flugplatzbetriebsleiters. Unser nächstes Ziel Athen war zwar nicht weit weg, aber mit dem geringen Treibstoff eine risikoreiche Sache. Wir fuhren daher zur nächsten Tankstelle und kauften einen Kanister Autobenzin. Nicht ganz legal, aber es war die einzige Methode, um überhaupt von der Insel wieder wegzukommen. Der Start erfolgte sehr zeitig in der Früh. Immerhin war unser Tagesziel doch, bis zum Flughafen Wien schwächer zu kommen. Nach einer Stunde landeten wir in Athen und waren froh, wieder einen Tankwagen mit unserem Treibstoff zu sehen. Unser nächstes Ziel war wieder Korfu. Wir wussten zwar vom letzten Mal, dass es dort Treibstoff für uns gibt, tankten aber trotzdem das Flugzeug voll. Bei den griechischen Flughäfen weiß man nie, ob nicht wieder irgendwer streikt. Nach dem Start ging es entlang von Athen, dem Hafen, auf eine Reiseflughöhe von 3000 Meter. Bei sommerlichem Schönwetter ging es über die Wolken Richtung Korfu, wo wir nach 2 Stunden 20 wieder landeten. Die Landung nutzten wir nicht nur zum Tanken, sondern auch zu einem ausgiebigen Mittagessen in der Altstadt, bevor es wieder weiterging, diesmal nach Dubrovnik. Da der Überflug von Albanien verboten ist, ging es zuerst wieder nach Italien und von dort wieder über das Meer zurück Richtung Dubrovnik. Die Bodenzeit betrug nur eine Stunde. Wir nutzten sie nur zum Tanken und für die Ein- und Ausreise nach Jugoslawien. Der Transport zum und vom Gebäude erfolgte mit einem großen Passagierbus, in dem wir uns zwei Piloten doch etwas verloren vorkamen. Unser letzter Start der Reise erfolgte um 18 Uhr und auf den 3 Stunden 40 dauernden Flug Richtung Wien konnten wir einen wunderschönen Sonnenuntergang erleben. Mit der letzten Landung haben wir insgesamt 26 Stunden und 25 Minuten Flugzeit gesammelt. Es waren 10 Landungen und in den 8 Tagen hat uns unsere Cessna 172 technisch nie in Stich gelassen.